Die Geschichte war klar. Das Mädchen ging zu ihrem lokalen Haustiergeschäft. Dort hat sie tatsächlich einen Auctus Pisciculus gefunden, ne? Den man nicht überfüttern darf. Und sie hat es auf die leichte Schulter genommen und hat ihn einfach mitgenommen. Und dann, als sie ihn zu Hause in ihr Glas eingeschüttet hat, hat sie angefangen, ihn zu füttern und zu füttern und zu füttern und zu füttern. Und damit ist es tatsächlich dazu gekommen, dass wir zu Tasty Blue geworden sind, diesem Spiel hier. Man hat nämlich hier einen Fisch, den wir haben. Den können wir den ganzen Tag steuern. Und das Ganze, oh mein Gott, resultiert daraus, dass wir hier einen entspannten kleinen Fisch haben, der all das Essen, was sie uns gibt, einfach komplett wegfrisst. Oh mein Gott, wir werden so fett werden. Wir haben gar keine Möglichkeit, um irgendwie aufzuhören zu essen. Aber Leute, das ist das Spiel. So funktioniert es. Und zwar müssen wir hier einfach nur so viel wie möglich fressen, um so groß wie möglich zu werden. Und diese Hand, die hört einfach gar nicht mehr auf zu schütteln. Deswegen, wir springen raus. Oh mein Gott. Okay. Wir sind jetzt einfach in der Kanalisation, beziehungsweise in dem Siphon gelandet, so heißen die Dinger. Und dann können wir hier jetzt durch die Kanalisation reisen und sind auch im Meer gelandet. Es erinnert mich ein wenig an I am Fish, falls ihr die Serie gesehen habt, Leute. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, weitere Garnelen zu essen. Oh mein Gott. Garnelen über Garnelen sind hier für uns. Oh mein Gott, und wir kennen gar kein Ende. Können wir auch die großen Fische schon essen? Ne, die großen noch nicht. Die großen können wir bisher immer nur... Wow, können wir hochspringen. Die großen Fische können wir nur so wegschubsen. Das sind so richtig schöne, dicke Lachse. Ui, ist das ein schöner Lachs. Aber, oh mein Gott, die Garnelen, die hauen wir ja weg wie nichts. Oh mein Gott, die sind aber auch lecker. Wow! Oh mein Gott, wir haben schon fast alle Garnelen aufgegessen. Wow, sind wir schnell! Wir sind so schnell und man sieht auch übrigens, oben links sieht man tatsächlich die Größe von uns. Wir sind jetzt einfach schon 8 cm groß, 8,3 cm. Pro gegessene Garnele machen wir hier tatsächlich auch schon sehr viel. Guck mal, wir können uns auch einfach im Kreis drehen und so einfach alles essen. So Salto essen ist das dann einfach. Wow! Okay, wir können jetzt auch schon die Großen essen. Oh, wow. Oh, wow. What? Ein Vogel. Kann ich den Vogel schon fressen? Oh, wow, 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 wow. Whoopsie, meine Güte. Alter, wir essen echt alles auf. Alles. Woohoo. Ich möchte so einen Vogel essen. Oh, mein Gott. Wie groß sind wir schon? Wir sind schon 21 cm groß. Oh, da können wir auch schon die dicken... Oh, mein Gott. What? Wir haben einfach gerade diese gesamte Straße an Seesternen einfach komplett aufgefressen. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Können wir noch tiefer schwimmen? Alter, hier ist einfach schon fast alles weg. Oh mein Gott, ich habe gerade einen Vogel gefressen. Juhu. Oh mein Gott. Oh, Junge. Das, oh mein Gott, ein Mensch. Oh mein Gott, wir müssen unbedingt diesen Menschen essen. Wir sind schon einen halben Meter groß. Man bemerkt es gar nicht, weil die Kamera nämlich auch mitwächst. Hui! Aber diese Vögel, die sind aber auch lecker. Oh mein Gott. Wenn wir... Oh mein Gott. Alter, wir wurden gerade einfach von einem Seelöwen angegriffen. Habt ihr es gerade gesehen? Oh mein Gott. Da ist ein Scuba-Diver. Also ein Tiefseetaucher. So. Warte mal, ich guck mal, ob ich hier vielleicht noch ein paar Möwen kriegen kann. Die Möwen sind aber auch nicht mehr so groß, wie sie mal waren. Wir müssen noch ein bisschen mehr sammeln, damit wir mal einen Meter groß werden. Können wir auch so einen Menschen einfach mal angreifen? Oh mein Gott, ich frage mich wirklich, ob wir einen Menschen essen können. What the fish? Das ist jetzt wirklich gerade eine echt fischige Angelegenheit. Oh nee, dem Menschen konnten wir jetzt noch nichts antun. Aber wenn wir vielleicht von hinten kommen, dann vielleicht. Ich weiß es nicht. Oh, die sehen böse aus. Ah, bei den Seelöwen, da können wir noch nicht zuschlagen. Ne? Die sind noch viel zu groß. Deswegen, oder? Nein, wir können sie inzwischen essen. Oh, ihr Seelöwen. Wo seid ihr? Oh, oh mein Gott. Und da noch mal einer. Oh mein Gott. Wir sind... Ich habe den Taucher gegessen. Ich habe den Taucher gegessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist einfach ein Killerwal.
Oh, wow, unser Aquarium ist noch größer geworden. Wow, ich habe diese eine Boote. Oh mein Gott. Alter, ich habe alle Boote und alle Bojen oben gegessen. Oh mein Gott. Okay, die armen Taucher. Oh, oh. Aber der will uns fressen, ne? Huch, den kennen wir aber auf jeden Fall noch nicht. Oh, wappa. Hui. Oh mein Gott, ist das witzig. Schwertfische können wir auch schon essen, ne? Hup. Sehr nice. Die haben wir jetzt tatsächlich auch schon reingelegt. Alter, wir sind schon fast 3 Meter groß, gell? Diese Menschen waren damals so riesig. Oben kann man sich immer wieder diesen Snack holen. Das ist immer ganz nice. Wenn die Leute dort oben schwimmen mit ihren Booten, ne? Da kann man sich die auch holen. Oh, wow. Okay, okay, let's go. 3,50 Meter. Okay, da kann man noch ein paar mitnehmen. Oben wieder die Snacks abholen. Okay, ich versuche jetzt den... Oh, oh, au, 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 au. Okay, okay, okay. Au, 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 okay. Der frisst uns auf. Oh, jetzt sind wir aber, glaube ich, groß genug, oder? Nee. Oh mein Gott, das ist ein Helikopter. Können wir einen Helikopter essen? Oh, wow. Okay. Was? Ich kann diese großen Boote noch nicht essen. Warte mal, ich esse mal die kleinen Brote erstmal. Oh Gott. Oh, wow. Oh, jetzt kann ich sie essen. Ah, jetzt habe ich euch, ihr Killerwale. Jetzt bin ich derjenige, der frisst. Oh mein Gott, das sind so viele, die sich hier gesammelt haben. Oh mein Gott, ich habe einen Helikopter gegessen. Wuhu, ja, Mann. Alter, das sind Häuser einfach. Oh mein Gott, ich habe den Wal gegessen. Oh, wow. Okay, wir können jetzt auch Wale essen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was das für Wale jetzt gerade sind. Oh, wow. Oh mein Gott, das sind Kriegshelikopter, die mich angreifen. Oh, wow, okay. Ich muss oben ein bisschen vorsichtig sein. Wir können inzwischen schon komplett auf die andere Richtung schwimmen. Oh mein Gott, ich habe gerade einfach die Stadt gefressen. Oh mein Gott, da ist eine Rakete, die mich verfolgt. Gar nicht mal so nice. Gibt es jetzt überhaupt noch irgendwas, was ich nicht essen kann? Oh, ich glaube den Leuchtturm. Den Leuchtturm habe ich noch nicht gegessen. Ich habe gerade eine Yacht gegessen. Alter, Leute, wir sind übrigens 30 Meter groß, by the way. Einfach mal gute, lässige 30 Meter groß. Das ist so groß, dass sogar die Helikopter klein aussehen. Okay. Oh, wow. Okay, wir gehen durch. Oh mein Gott, was geht hier ab? Okay, relax. Oh mein Gott. Ah, ich werde angegriffen, ne? Da ist ein Riesenschiff, was mich angreift. Oh mein Gott, das sind alles so Militärfahrzeuge. Ah, da ist ein U-Boot, was mich einfach versucht abzu... Okay, inzwischen versucht mich die Menschheit zu zerstören. Wir müssen aber mehr essen. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht noch die kleinen Boote oben dran essen kann. Ich muss unbedingt ein bisschen mehr wachsen, aber ich weiß nicht, was ich essen soll. Die greifen mich alle an. Okay. Ich muss, glaube ich, die Raketen benutzen, ne? Und die Raketen auf die Dinger selber zielen irgendwie. Bis ich groß genug bin, um... Oh, ja. Die Flugzeuge kann ich essen, ne? Okay. Okay, Leute. Ich esse die Flugzeuge. Die Airlines. Bis ich die anderen Sachen auch essen kann. Okay, Leute. Huch. Okay, Alter, ich hab so Schiss. So, da sind wieder ein paar kleine Blauwale. Alter, diese Blauwale waren vorhin noch so riesig. Oh Gott, wie viel Leben haben wir noch? Okay, okay, okay. Oh, ich kann die U-Boote essen. Okay. Die U-Boote sind inzwischen leckere Snacks für mich. Oh, ich kann inzwischen alles essen. Okay, nice. Es gibt nichts mehr, was mich angreifen kann, was ich nicht essen kann. Okay. Hier, das Boot nochmal. Und alle diese U-Boote. Gibt es überhaupt noch etwas, was größer ist? Habe ich gewonnen? Ey, die Geschichte geht weiter. Also, der Fisch hat im Hintergrund die ganze Zeit weiter gefressen. Und dann sagt das Mädchen zu dem alten Mann, Hilfe, ich habe meinen Fisch überfüttert. Und der Fisch gönnt sich gerade das nächste Boot. Und was soll ich dagegen tun? Oh oh. Und dann wurden sie Essener von einem Fisch. Sie wurden gegessen von einem Fisch. Und sie sagt, dass ihre Mutter sie umbringen wird. Und der Typ vom Laden sagt, das Schild hat gesagt, du sollst ihn nicht überfüttern. Und damit haben wir die Geschichte. Insgesamt haben wir 150 Sardellen, 92 von diesen Garnelen, 31 so kleine Seelöwen, 14 Taucher, dann 50 Wale, 14 Helikopter, 21 Blauwale, jeweils 26 oder 38 Häuser oder sowas.
Oh mein Gott, ein Leuchtturm, Boote und 80 Blauwale, 730 Sachen und nur ein Stern? What? Oh mein Gott, krass. Okay, meine werten Damen und Herren, das war gerade ein sehr wahnsinniges Spiel. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es hat mir sehr viel, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ihr könnt es gerne selber mal ausprobieren. Das heißt Tasty Blues, macht mega viel Spaß. Schaut es euch an und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, ein Like schadet nie. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao.